Wir haben uns gedacht, wir machen eine Podiumsdiskussion, wo wir mal wirklich unter Anführungszeichen beide Seiten auch zu Wort kommen lassen, weil in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass es entweder eine Pro-TTIP-Veranstaltung gegeben hat oder eine Kontra-TTIP-Veranstaltung. Und eigentlich ist nie wirklich miteinander gesprochen worden. Wir sind natürlich an einer guten Handelspolitik, das heißt einfach an Rahmenbedingungen, die den Export möglich machen, interessiert. Das ist ganz klar. Österreich ist eine kleine exportorientierte Volkswirtschaft. Ein Drittel unseres BIPs wird durch den Außenhandel erwirtschaftet. Jeder dritte bis vierte Arbeitsplatz in Österreich hängt am Außenhandel. Wir unterstützen natürlich eine handelspolitische Strategie, die die Europäische Kommission seit Jahren verfolgt. Und dazu zählt auch das TTIP. Gleich von vornherein einmal zu sagen, nein, das ist alles schlecht und so furchtbar und sich nur fürchten, ist für uns überhaupt keine Option sozusagen. Also ich glaube, dass dieses Thema einfach auf irgendwie auf eine nüchterne, sachlichere Basis runtergeholt werden sollte. Und wir hoffen auf ein gutes Ergebnis. Und wenn das Ergebnis erzielt werden kann, dann ist das sicher positiv für die Wirtschaft und vor allem für unsere Mitglieder. Das ist praktisch auch ein Kernelement von der grünen Wirtschaft. Das heißt, dass wir schauen, dass regionale Wirtschaft wieder gut funktioniert. Deshalb ist unser Problem unter Anführungszeichen mit TTIP oder mit CETA oder Handelsabkommen der, dass man Konzernen als solches einfach zu viele Rechte gibt. Die grüne Wirtschaft hat in der Vergangenheit eine Studie in Auftrag gegeben, zusammen mit Unternehmensgrün in Deutschland, wo wir eben nicht zu diesen Schlüssen gekommen sind, wie es die Wirtschaftskammer Österreich propagiert hat, wo es eben diese positiven Effekte auf die KMUs vor allem gibt. Wir von der Industrie, wir sind prinzipiell Fans von Freihandel, sage ich jetzt einmal. Wir finden Freihandel als etwas Gutes. Exporte generieren Arbeitsplätze. Wir haben schon gehört von der Kollegin von der Wirtschaftskammer, dass gerade für eine kleine, aber offene Volkswirtschaft wie Österreich Exporte sehr, sehr wichtig sind. Warum sind wir für TTIP? Wir sehen hier Chancen für die österreichische Wirtschaft. Allein im letzten Jahr sind die österreichischen Exporte in die USA um 17% gestiegen. Der amerikanische Markt ist für die österreichische Industrie, und das wissen wir aus Erfahrung, sehr, sehr wichtig. Knapp 10-15% aller Arbeitsplätze in Österreich hängen an Exporten in die USA. Wenn jetzt diese transpazifische Freihandelszone in Kraft tritt, heißt das, die größten Konkurrenten europäischer Unternehmen auf diesem wichtigen Markt, nämlich japanische Unternehmen, kanadische Unternehmen, zahlen keine Zölle mehr, haben keine nicht-tarifären Handelshemmnisse, wie zum Beispiel bürokratische Zollabwicklungen etc., können daher günstiger anbieten oder mit einem Wort, sie sind wettbewerbsfähiger. Ich bin Europaparlamentarier und als gewählter Parlamentarier nicht eingebunden in die Verhandlungen und gebe dem Wirtschaftsministerium keine Rückmeldungen und werde auch vom Wirtschaftsministerium nicht gefragt, wie ich diverse Punkte sehen würde oder nicht sehen würde. Im Gegensatz zur industriellen Vereinigung und zur Wirtschaftsvereinigung, die als Wirtschafts- und Industrielobbys in die Verhandlungen, ja, zu den Verhandlungen konsultiert werden. Das ist schon mal das erste Problem, das ich demokratiepolitisch dabei sehe. Da ist das größte Demokratieabbau- und Konsumentenschutzabbauprogramm der letzten 50 Jahre geplant. Das kann man nicht retten. Ich bin für den Abbruch der Verhandlungen und sollte es zu einem Abkommen kommen, dafür es dann im Parlament zu Fall zu bringen. TTIP ist ein Freihandelsabkommen und kein Handelsabkommen. Wer gegen TTIP ist, muss nicht automatisch gegen Handel sein. Wenn TTIP jetzt nicht kommt, sind wir dann nicht plötzlich abgeschottet und haben keine Exportindustrie mehr, dann haben wir den Status, den wir jetzt haben. Wir sind der Meinung, wenn Zölle unnötig sind, kann man sie abbauen und sie sind im Unternehmen besser aufgehoben, um in Arbeitsplätze, Innovation, Forschung, was auch immer investiert zu werden, anstatt abgeführt zu werden. Wenn sie in die USA liefern, zahlen sie diese Zölle, diese beinahe 1 Million Euro, 35.000 Euro, die zum Beispiel amerikanische Anbieter klarerweise nicht zahlen, aber auch bald wahrscheinlich japanische nicht. Dementsprechend sind sie im Nachteil. Weiterer Nachteil, wenn sie ihre Werkzeuge in die USA liefern, dann liegen die wegen der Zollabwicklung knapp 4 Wochen dort im Hafen, bevor sie überhaupt an den Mann kommen. Bedeutet, dass sie im Preis wieder runtergehen müssen, um konkurrieren zu können mit den heimischen Unternehmen oder kanadischen zum Beispiel. Wenn wir das Instrumentarium der Zölle anders einsetzen würden, hätte das durchaus Sinn. Wenn wir zum Beispiel Zölle auf Waren verlangen würden, wo Länder, sagen wir mal, zu uns exportieren, wo die Sozialstandards nicht passen, wo die Umweltstandards nicht passen, hat Zoll sehr wohl einen Sinn. Prinzipiell muss man aber sagen, ja, dass diese Anerkennung, sofern sie eben sozusagen diese gegenseitige Anerkennung, sofern sie stattfinden kann, ja, dass die sicher nicht zu einer Verschlechterung unserer europäischen Standards führen wird. Auf beiden Seiten kommen die jeweils höheren Standards unter Druck, weil beide Branchen oder die Branchen immer sagen,
Die jeweils andere Seite hat einen Produktionsvorteil durch den niedrigeren Standard, senkt unseren Standard auch. Und das steht nicht in TTIP drin. Das CETA-Abkommen liegt vor und auch darin ist klar geregelt, dass kanadische Exporteure auch in Zukunft nicht nach Europa hormonbehandeltes Rindfleisch werden exportieren können oder dürfen, wenn sie wollen. Ja? Also das wird nicht passieren, ganz im Gegenteil, sie bauen dort schon eine hormonfreie Linie auf, damit sie quasi nach Europa exportieren können, wäre also eher ein Race to the Top und nicht to the Bottom. Eines der größten Interessen der Europäer oder der Standard, der drüben, den die europäische Industrie am vehementesten bekämpft in Amerika, ist die lokale Beschaffung der amerikanischen öffentlichen Hand. Die Kommission sagt, das wollen wir unbedingt für die europäische Industrie und hat in der Mai- oder April-Verhandlungsrunde angeboten, wenn ihr den Beschaffungsmarkt öffnet, öffnen wir für alle amerikanischen Agrarprodukte den Agrarsektor. Das ist das europäische Angebot. So viel zu, wir lassen das Hormonrind nicht rein oder den Genmais nicht rein. Das ist das europäische Angebot, den Agrarsektor komplett zu öffnen, wenn die Amerikaner den Beschaffungsmarkt komplett öffnen. Ein Investitionsschutzabkommen wird prinzipiell eben zwischen zwei Vertragsstaaten abgeschlossen, ja, und geben dem Investor, dem drittländischen sozusagen oder ausländischen Investor gewisse Rechte oder Garantien eigentlich. So viele Rechte sind, das sind eher Garantien. Das ist einfach der Schutz vor Diskriminierung, das ist der Schutz vor entschädigungsloser Enteignung, ob indirekt oder direkt, das ist gerechte und faire Behandlung und freier Kapitaltransfer. Das ist es eigentlich schon. Prinzipiell zum Investitionsschutz, das ist aus unserer Sicht schon ein sinnvolles Instrument. Die österreichische Industrie hat weltweit 191 Milliarden Euro investiert. Aus unserer Sicht ist es auch sinnvoll, dass es geschützt wird. Zu vielen dieser Investitionen wäre es gar nicht gekommen, wenn es nicht entsprechende Abkommen gegeben hätte. Also ganz so negativ ist es nicht. Wenn ich damit verhindere, dass ich zum Beispiel Umweltstandards oder soziale Standards hebe, was ich de facto tue, dann ist es nichts Gutes. Der US-Ölkonzern Chevron besitzt große Schiefergasvorkommen in Rumänien und Bulgarien. Uns liegt der Brief an die US-Regierung vor, dass Chevron unbedingt möchte, dass der Investitionsschutz Teil von TTIP ist, weil sie Angst haben, dass den Narischen im Europaparlament einfällt, ein europaweites Fracking-Verbot zu erlassen. In diesem Fall hätten sie nämlich gern, ohne dass sie fracken dürfen, den Profit aus diesen Vorkommen als Schadenersatz abgegolten. Prinzipiell eine Liberalisierung des Dienstleistungshandels, wobei ist aus unserer Sicht begrüßenswert. Ein Drittel des österreichischen Handelsvolumens oder der österreichischen Exporte sind Dienstleistungen. Also prinzipiell, das ist an sich nichts Schlechtes, das schafft auch Arbeitsplätze. Wir müssen aber schon eins klären, dass es nicht durcheinandergebracht wird. Privatisierung ist nicht gleich Liberalisierung. Für mich sind bestimmte Themenfelder da absolut tabu, wie zum Beispiel Wasser und wie zum Beispiel öffentliche Versorgungseinrichtungen wie Eisenbahn etc. Weil ich glaube, da muss ein Staat zu seiner Verantwortung stehen, dass er eben diese Grundinfrastruktur nicht außer der Hand gibt. Ein absolutes Nein-Argument für CETA ist das Rücknahmeverbot jeder Liberalisierung, die einmal erfolgt ist. Du hast eine kommunale Dienstleistung zu irgendeinem Bereich den Markt geöffnet und private Investoren reingeholt. In dem Moment, wo dieser Investor Kanadier ist, ist über CETA geschützt, dass diese Liberalisierung nicht mehr zurückgenommen werden darf in die öffentliche Hand. Ja. Es würden auf beiden Seiten die stärkeren Industrien gewinnen, die schwächeren Industrien jeweils verlieren. Es gibt kein prognostiziertes Gesamtwirtschaftswachstum durch TTIP, wird von der Kommission auch nicht mehr vertreten. Es gibt keine seriöse Studie, die auch nur 0,1% Wirtschaftswachstum zusätzlich noch vorhersagen würde. Freihandel und Handel unterscheidet sich einfach durch eins: wovon ist der Freihandel frei? Von Gesetzgebung und Rechtsstaat. Davon ist der Freihandel frei.